Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum nächsten Part. Ja, es ist irgendwie ungewohnt. Es ist 6:30 Uhr an einem Wochentag. Also wir haben gerade Freitag jetzt, wo ich aufnehme. Und anstatt um genau diese Zeit in die Arbeit zu fahren, sitze ich zu Hause und nehme auf für euch. Grund ist, dass ich heute noch einen relativ langen Arbeitstag vor mir habe und deswegen erst etwas später in die Firma fahre. Und ich möchte es einfach nutzen, diese Ruhe hier zu Hause. Ist echt angenehm eigentlich. Könnte ich mich dran gewöhnen, muss ich sagen, zu Hause zu sein und in der Früh gleich aufzunehmen. Irgendwie ganz angenehm. Aber gut, ja, Duell mit dem SK Rapid Wien steht an. Das heißt, ein großes, großes Spiel für uns. Auswärts im Weststadion gegen ja den überlegenen Tabellenführer, könnte man fast sagen. Ich meine, wir sind im Endeffekt nur 6 Punkte hinten. Also wir haben genau eine Niederlage mehr und das war eben die Niederlage gegen Rapid. Aber grundsätzlich war das ein sehr enges Spiel, wo wir halt einfach unsere Chancen nicht genutzt haben. Und ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, wie fit die Spieler sind. Das heißt, wir gehen hier jetzt mal weiter. 28.000 Leute werden im Stadion erwartet, 1.400 Auswärtsfans. Also von der Stimmung her ist das schon eine ganz, ganz geile Partie. Und ja, bin schon sehr gespannt. Danach haben wir Länderspielpause. Da werden wir mal kein Match machen, denke ich mir. Und ich möchte mir die Situation mit den Amateuren jetzt nochmal genauer anschauen. Peter Puster haben wir verlängert, das ist gut. Wir haben jetzt momentan alle Spieler da rausgeschoben. Ich frage mich nämlich nur gerade, wir haben dann nämlich einige Spieler, die da gar nicht mehr in Frage kommen, weil sie schon zu alt sind. Ob wir diese Spieler nicht einfach in die Amateurelf schicken. Vielleicht hat es einen kleinen Bonus, wenn dann per Zufall bestimmt wird, wer im nächsten Jahr aufsteigt in die zweite österreichische Spielklasse. Das sind jetzt dann ja Amateurmannschaften erlaubt. Also werden wir sehen. Kadett verschiebe ich auch zu den Amateuren. Und dann können wir es nämlich so machen, dass wir für die Amateurmannschaft einfach mal ein Spiel ausmachen. Jetzt muss ich nur kurz noch schauen. Wir haben ja beim Trainerteam ein bisschen umgestellt bei den Amateuren. Wer hier trotzdem noch Trainer ist. Amateurteam, haben wir Trainer, Co-Trainer und Torwarttrainer. Okay, passt. Dann können wir das schon machen. Dann werde ich nämlich die Älteren dorthin verschieben, die ich dann aber verfügbar mache für die U18. So, also die Spieler, die nicht im Verein sind, die filtern wir wie immer raus. Und dann würde ich sagen, verschieben wir zumindest noch die 18-Jährigen dahin. Ich würde nämlich gerne in der Länderspielpause ein Freundschaftsspiel machen. Allerdings für die Amateure. Hat den einfachen Grund, dass wir dann einige Spieler aus der ersten Mannschaft abstellen können, die eben nicht oft zum Zug kommen. Und ja, Vereine aus der Region, sie sollen spielen gegen Gössendorf, Seiersberg. Passt. Das werden wir jetzt zwischendurch mal machen, damit die Jungs eben auch Spielpraxis bekommen. Verfügbare Spieler für die U18, Fadinger. Werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich find den wirklich interessant. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie der sich entwickeln wird. Den lassen wir jetzt mal in der ersten. Jetzt haben wir heute die Partie. Jetzt gehen wir in die medizinische Abteilung. Wir sehen, bei einigen ist ein hohes Verletzungsrisiko da. Also Lovric, Zulechner, Milosevic und Potsmann. Das heißt, wir haben da zwei Außenverteidiger, die ausfallen. Beide Linksverteidiger eigentlich, was ich sehr ärgerlich finde. Ich werde es so machen, dass ich einen von den beiden trotzdem spielen lasse und einen auf die Bank setze. Vielleicht wechsle ich da einfach in der Halbzeit, dann spielen sie nicht so lange durch. Sie sind nämlich generell, naja, Potsmann ist überdurchschnittlich verletzungsanfällig, Milosevic eigentlich nicht. Dann werde ich einen Potsmann daheim lassen und ich nehme halt Schulz mit. Ich habe nämlich gedacht, das habe ich mir gestern noch überlegt, vielleicht sollten wir ihn auch hin und wieder einsetzen, weil er durch gute Leistungen natürlich auch positiv auffallen kann. Das steigert natürlich die Chancen, dass wir ihn verkaufen können.
Spendlhofer und Scheußengeier möchte ich ehrlich gesagt hier jetzt wieder spielen lassen. Scheußengeier hat einfach den besten Notendurchschnitt und Spendlhofer als Kapitän. Marisic überzeugt mich im Moment nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte man uns überlegen, ob wir den verleihen innerhalb von der Liga oder so oder woanders hin, damit er dort einfach den nächsten Sprung macht. Es ist das größte Talent im Verein, deswegen tue ich mir irgendwie schwer. Das werde ich noch überlegen. Gut, dann haben wir Zulechner, der ebenfalls nicht in Frage kommt für die Partie. Dafür können wir Röcher mal wieder mitnehmen. Deni Alla wird auf jeden Fall auch spielen. Die Frage ist nur, wo. Jul kommt noch nicht in Frage. Hierländer können wir spielen lassen. Vorgeschobener Spielmacher auf Support. Deni Alla wird mal beginnen. Wobei ich ehrlich gesagt echt mit der Leistung von Schubert ganz zufrieden war. Also da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Und dann nehmen wir den Fadinger noch mit. Statt Eze, mit dem bin ich ja auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Und auch da werden wir schauen, dass wir den dann mal verleihen. So ist es. Fabian Ehmann können wir eigentlich auch zu den Amateuren verschieben. Und ich überlege gerade, ob ich da noch wen habe. Buchegger können wir zu den Amateuren verschieben. Die können wir ja raufholen, wenn wir sie mal brauchen. Oliver Philipp ist jetzt schon langsam wieder fit. Überzeugt mich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Werden wir jetzt im Moment auch mal zu den Amateuren verschieben. Jetzt schauen wir mal, wie viele Spieler wir da schon haben. Naja, viel ist noch nicht. Aufstellung kriegen wir noch keine komplette zusammen, aber normalerweise wird das dann ja ergänzt. Jetzt schauen wir kurz nur, ob das Spiel schon drin ist. Yes. Dann schauen wir noch kurz in unseren Zeitplan, ob wir da mal wieder Pause haben, aber schaut nicht so aus. Jetzt haben wir noch 2 englische Wochen dann noch. Ja, da kann es ja sein, dass wir rotieren müssen. Ja, Marco Rose und Thorsten Fink vor dem Abschuss. Bei beiden Vereinen anscheinend kriselt es natürlich noch nach wie vor. Mir soll es recht sein. So, für die Nationalmannschaft ist Makumbu auch noch. Das ist natürlich cool. Boah, der entwickelt sich ja gut dort. 4 Einsätze. Und da entwickelt sich ordentlich was nach oben. Gefällt mir wahnsinnig gut. Super. Also auf den freue ich mich, wenn er dann zurückkommt. Sorry, ich muss nur kurz meinen Kaffee umrühren, sonst halte ich das nicht aus. Bin ja so ein Softie, der es mit Zucker trinkt. WRC gewinnt schon wieder. Wahnsinn. Das heißt, die haben uns jetzt theoretisch eingeholt. Weiß nicht, was mit denen in diesem Jahr los ist. Wir haben sie zwar besiegt, aber trotzdem. Ja, Kammerbauer mit einem Notendurchschnitt von 7,11 eigentlich ganz ordentlich. Ich überlege gerade, ob ich Puster oder Fadinger vielleicht sogar schon von Beginn an spielen lasse mal. Aber nicht in der Partie. Fangen wir mal mit Koch an. Ja. Rapid. Das wird alles andere als einfach. Sie sollen vollen Einsatz zeigen, auch wenn wir Außenseiter sind. Sehen wir das Weststadion wunderschön. Mehr oder weniger, zumindest da jetzt. Das muss ich mir in echt jetzt auch nochmal anschauen. Wenn ich das mache, dann werde ich auf jeden Fall Videos davon posten. Also ich hab's eigentlich schon länger vor. Ich weiß noch nicht, wann ich das durchziehe. Milosevic klärt, verhindert also gleich die erste Chance für Rapid. Die dominieren von Anfang an, spielen einfach eine unfassbare Saison. Bei mir ist Rapid normalerweise nicht so stark, wobei ich es jetzt im 2018er noch nicht beobachtet habe. Im 2017er war es eigentlich meistens so, dass Salzburg durchmarschiert ist, also so wie es eben auch in echt ungefähr ist.
Abseits. Habe ich befürchtet. Also Koch und Hierländer sind sehr nervös. Ich bin ein bisschen nervös. Es geht. Jago. Oh, war ein guter Pass. Alar hat den auch sehenswert mitgenommen. Petzos aus der Distanz. Der erste richtige Schuss, wenn auch nicht aufs Tor. In der zweiten Reihe dürfen wir sie natürlich auch nicht zum Schuss kommen lassen. Wir werden mehr in die Zweikämpfe gehen. Also ich möchte, dass die Jungs relativ aggressiv klar machen, dass wir hier auf jeden Fall was mitnehmen wollen. Sehr gut von Jago. Da bleibt Berry schon mal liegen. Das ist halt das harte Tackling. Verletzen wollte ich ihn jetzt zwar auch nicht unbedingt, aber okay. Das können wir halt jetzt wenig beeinflussen. Jago. Mal wieder ein eher schwacher Versuch. Boah. Abseits zum Glück. Heftiges Tackling. Die erste wirklich gute Chance jetzt per Kopf. Gut von Kammerbauer, aber abseits. Also solange sie nur so aus der Distanz schießen, ist das alles okay. Auch wenn 5:1 Schüsse natürlich nicht so gut aussehen. Ich werde jetzt auch mal das enge Decking reintun. Aber wir sehen, dass das mehr in die Zweikämpfe gehen jetzt gar nicht so tragisch ist von den Karten her. 11:5 Fouls, also da sind wir überlegen. Aber sonst hätte ich mir das jetzt sogar schlimmer vorgestellt. Ich glaube, sobald die ersten ein, zwei gelben Karten kommen, werde ich das so und so rausnehmen. Aber im Moment passt es mal. Ich hätte nicht gedacht, dass Peter Schul so extrem fehlt in unserem Offensivspiel. Der hat diese paar Partien, die er gespielt hat als Raumdeuter, einfach richtig gut gemacht. Also ich freue mich echt drauf, wenn der wieder fit ist. Das haben sie nicht so schlecht gespielt, schade. Gerade von Siebenhandel, ich glaube, dass der wirklich relativ gefährlich war. Milosevic lässt da nichts anbrennen. Aber Rapid ist stark. Wirklich stark. Gut geklärt. So, was sagen wir den Jungs? Also in erster Linie mal dass sie eben rausgehen sollen und ihr Bestes zeigen sollen. Also gerade auch die Jungs, die da sehr nervös sind. Ich versuche sie jetzt noch ein bisschen zu beruhigen. Hat leider nicht geklappt. So, ich spiele gerade mit dem Gedanken, Lovric und Jago zurückzuziehen. Hat nämlich den Grund, dass hier Steffen Hofmann relativ frei agieren kann.
könnten es theoretisch auch so machen, aber das macht er mehr oder weniger eh von selbst. Dadurch, dass wir ihn auf Verteidigen haben, lässt er sich eh genau vor die Viererkette fallen. Vielleicht lassen wir es jetzt im Moment einfach. Ich werde, um die Defensive zu stärken, die beiden einen Ticken weiter zurückziehen. Bei Kammerbauer gehen wir auch auf automatisch und ich nehme das Hinterlaufen raus. Also wir können es auch durchaus mit frühen Flanken probieren und machen jetzt einfach mal weiter. Fabian Schubert ist für später vielleicht sogar eine Variante, denke ich mir, weil wir es dann mit frühen Flanken versuchen können und ja, vielleicht mit hohen Bällen den Riesen ein bisschen einsetzen können. Aber jetzt warten wir mal ab, wie das Spiel so verläuft. Ich bin mit einem X auswärts auch zufrieden. Wenn es denn gelingen sollte. Jago. Souverän geklärt. Jetzt wird Rapid ein bisschen nervös. Für uns sicher kein Nachteil. Thorsten Röcher mit dem Ball in die Mitte. War nicht so schlecht, schade. Jetzt versuchen sie es ruhig aufzubauen, wollte ich gerade sagen. Und dann kommt der lange Ball. Scheißengeil, ich bin gerade irgendwie nervös. Was passiert da jetzt? Ach, alles gut. 7,5 hat Spendlhofer heute, Wahnsinn. Ist mir jetzt nicht wirklich was aufgefallen bei ihm, aber das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, wenn bei den Verteidigern nichts auffällt. Sage ich ja. Jetzt vielleicht die Konterchance, die Niala in der Mitte sind Jagger und Hierländer. Aber Strebinger ohne Probleme. Berischer jetzt komplett verletzt. Joey Linton neu in der Partie. Hierländer auf Koch, der mit der frühen Flanke nochmal die Chance. Naja, müssen wir wieder aufpassen. Richtig schön gespielt. Haben wir komplett geschlafen. Haben sie schön gespielt, kann man nichts sagen. Also, wir werden jetzt ein bisschen weiter aufrücken, mehr Pressing. Denialla geht mir schon wieder sowas von auf die Nerven. Damals Glück, dass das weiter aufrücken uns jetzt nicht das Genick gebrochen hat. Vielleicht nehmen wir das derweil noch raus. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. In der 70. werde ich Schubert, glaube ich, aber schon bringen. Als zweite Sturmspitze. Also ich werde auf ein klassisches 4-4-2 wechseln. Bin nur noch nicht sicher, ob Hierländer oder Lovric rausgehen. Kann ein Hierländer natürlich auch rechts außen tun. Auch das wäre eine interessante Möglichkeit, statt Fabian Koch zum Beispiel oder statt Kammerbauer und Koch nach hinten. Schöne Kombination.
Guter Ball. Gute Flanke, Daniel Aberkopf. So, wir machen das jetzt. Einen auf Support. Dazu stelle ich dann, ich habe gerade überlegt, Röcher vielleicht auf Attacker, das können wir dann später noch machen. Fabian Schubert als Stoßstürmer. Ne, Moment. Jetzt habe ich Hierländer rausgenommen, das wollte ich eigentlich nicht. Also wir machen es wirklich so, Hierländer auf den rechten Flügel. Ist ja relativ schnell, kann gut flanken, ist defensiv und offensiv stark, ist glaube ich einfach genau der richtige Spielertyp für diese Partie jetzt. Daniela auf Support und Schubert auf Attack. Und Lovric werden wir jetzt auch auf Support stellen, dass der da auch immer wieder mit nach vorne geht. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen mehr tun. Super Chance. Aber ich freue mich schon auf die Winterpause, wenn wir da jemanden holen können für die Flügelposition noch, weil gerade jetzt auch, wenn man sich so anschaut, die Wechselsituation, da sind uns echt irgendwie die Hände gebunden im Moment. Nein! Schubert im Abseits. Hat sogar geschafft, den Ball an Strebinger weiter zu spielen, also vorbeizuspielen. Kriegen Schobesberger einfach nicht in den Griff. Da ist das 0 zu 2. Auch hier wieder Milosevic eigentlich als direkter Gegenspieler. Pass von Schwab war sensationell. Und Schobesberger steigt auch super in der Situation rein. Ja. That's it. Anscheinend ist Rapid in dieser Saison im FM nicht zu schlagen. Ich bin natürlich froh, dass es in echt nicht so ist. Wir können jetzt eigentlich nur noch offensiver werden, indem ich Marisic bringe. Peter Buster bringe. Oder ne, bringen wir Fadinger. Machen wir so. Und dann haben wir eh Innenverteidiger. So, so wollte ich es eigentlich. Scheusengeier auf links, Spendelhofer als Abwehrchef im Zentrum und Marisic rechts. Und ja, Fadinger Röcher. Dann, ups, das wollte ich nicht. Da wollte ich rein. Werden wir natürlich jetzt nicht mehr ganz so geduldig spielen. Also wir werden es mit der Abseitsfalle versuchen. Wir werden versuchen, die Flanken früh zu schlagen. Und auch ein etwas höheres Tempo an den Tag zu legen. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht ins offene Messer laufen, sage ich ganz ehrlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das einfach so hinnehmen möchte, sondern ich möchte schon noch versuchen, da noch irgendwie das X zu holen. Versuche es mal aufzumuntern. Also spielen sie echt stark. Also diese Pässe in die Tiefe, die kommen wahnsinnig gut an, dann haben sie halt auch schnelle Spieler dafür. So,
Das wollte ich noch. Also ich wollte hier Länder auch noch sagen, dass er nicht so aggressiv in die Zweikämpfe gehen soll. Nicht, dass uns der jetzt da vom Platz fliegt und dann gesperrt wird, aber naja. Machen wir es halt jetzt schnell. Ich glaube, wir laufen da gerade ins offene Messer. Die eine ums andere Chance für Rapid. Spendlofer kommt nicht an den Ball. Schubert, super Ball auf Allah. Dann kommt er leider nicht hin. Gutes Pressing. Abseits. Tor aber abseits. Den Jala war vorhin schon abseits. Jetzt gibt es Freistoß, das hätte man durchaus Vorteil geben können. Und hier den Konter. Sind wir schon in der Nachspielzeit. Es ist keine Schande, auswärts gegen Rapid zu verlieren. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, wie die im Moment spielen. Also zumindest im FM in echt. Das ist ja nicht ganz so tragisch. Nicht ganz so gefährlich. Irgendjemand von euch hatte kommentiert, wenn Rapid in echt so spielen würde wie im FM, dann müssten sie nicht schon seit 10 Jahren auf einen Titel warten. Ist wohl tatsächlich so, ja. Wahnsinn. Gut. Ich versuche es eben nicht zu hart jetzt. Ja, damit rutschen wir ab auf Platz 3, wobei der Blick auf die Tabelle jetzt noch immer ja, relativ sinnfrei ist, sagen wir es mal so, wie es ist, weil wir dafür einfach noch viel zu früh in der Saison sind. Die Nachanalyse, schwächster Spieler Milosevic, das haben wir gesehen und erkannt. Und jetzt ist mal ganz wichtig, dass wir eben die Länderspielpause nutzen. Es sind ja doch einige Spieler, hier sehen wir es, am Freitag sind sogar insgesamt 7 Spieler weg. Dementsprechend schauen wir, dass die anderen Spieler, die zumindest Austria gegen Salzburg, die anderen Spieler, die zumindest hier öfter nicht zum Einsatz gekommen sind und auch nicht beim Länderspiel sind, also ein Schulz, ein Kratzei, ein Puster, Schubert natürlich auch, ihr seht, die können wir jetzt alle bei den Amateuren einsetzen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Und ja, was ich auf jeden Fall noch einstellen möchte, das habe ich mir eigentlich schon aufschreiben wollen, aber immer vergessen ist, Torwart am kurzen Abspiel hindern, finde ich nicht unwichtig. Schauen wir mal kurz ins Scouting. Ja, Misic ist eindeutig zu teuer, den braucht man nicht scouten. Joey Casting von Arnheim. 16-jähriger Torhüter, Jugendvertrag. Also der sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus. Ist auch schon 1,92 mit 16 Jahren ist das schon krass. Den sollten wir uns unbedingt anschauen, vor allem weil der eben erst einen Jugendvertrag hat. Der wird uns zu teuer sein. Da haben wir wieder ein junges Talent. Also das Scouting, diese eine Folge, die ich gedreht habe für euch, ich glaube, die hat sich ausgezahlt, wenn man sich das alles anschaut. Felix Wilfling von Liefering. Eigentlich auch nicht so schlecht. Zielstrebigkeit ist halt ein eher schwacher Wert bei ihm. Jonathan Großrieder. Welche Vereine sind da interessiert?
Ja, den könnte man theoretisch mal einen Probevertrag anbieten. Ich mache gleich für 3 Wochen. Pirkel. Sorry. Meisel, den werden wir auch noch einfach weiter beobachten. Kirim von Liefering sieht auch nicht schlecht aus. Geschätzter Preis 1 Million, das ist natürlich dann heftig. Die haben so die guten Talente. Radosevic, ja, den scouten wir weiter. Auch den schauen wir uns noch genauer an. Rodrigo, 16-jähriger Brasilianer, genau, ja. Von Santos. Wollen nicht verkaufen, klar. Scouten wir trotzdem weiter. Pisek, passt. Okay. Genau, und eines mache ich noch, weil wir sind jetzt eigentlich von der Zeit her schon wieder fertig. Ich biete Schulz mal wieder an. Dann ist er natürlich auch nicht unzufrieden, wenn wir es wirklich versucht haben, ihn abzugeben. Gut, ja, hat nicht sollen sein. Gegen Rapid kann man verlieren. Wie gesagt, ist keine Schande. Gerade jetzt, so wie die im Moment drauf sind. Nächster Part dann, die strauchelte Wiener Austria kommt nach Graz. Das heißt, da muss eigentlich ein Sieg her, wenn man auf die Tabelle schaut. Wäre natürlich auch ganz wichtig, weil wir sind noch so früh in der Saison. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass Austria und Salzburg nochmal nach oben kommen, also an uns rankommen. Dementsprechend sind diese direkten Duelle jetzt wahnsinnig wichtig. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis gleich.